Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in die Lookfantastic Summer Heroes Edition rein. Ja, das ist eine Limited Edition und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die kostet normalerweise 55 Euro. Ihr könnt mit Claudi Welt, das ist mein Code, der auf alles dort gilt, halt, ne, 5 Euro Rabatt sparen auf diese coole Limited Edition. Wir haben hier 11 Produkte im Warenwert von 150 Euro drin. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es jetzt zugeschickt bekommen und freue mich darüber wie ein kleines Kind. Denn ich habe das ja auch schon in der Preview gesehen und euch dann auch quasi geteilt, als es den Vorverkauf dazu gab. Ne? Und ja, jetzt habe ich sie endlich hier und oh mein Gott, sieht die cool aus. Und weil ich mich so freue, möchte ich gerne natürlich auch mal wieder was verlosen. Und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ja, ich finde, das ist so hübsch. Richtig hübsch und das ist ein schönes Geschenk von einem selbst an sich selbst oder zum Geburtstag zum Beispiel. Aber wir schauen mal zusammen rein und genau, ich mache jetzt einmal den Deckel ab. Das ist so eine schöne Box zum Weiterverschenken. Ne? You look fantastic, feel fantastic, mag ich gerne leiden. Und hier haben wir dann auch einmal den Inhalt. Das sieht auch total schön aus, muss ich wirklich sagen. Und ja, da sind natürlich jetzt Sonnenanbeterprodukte drin, finde ich richtig cool. Wir haben jetzt nicht irgendwie ein Motto oder so, ich schaue mal eben. Schneller in den Sommer mit unserer 11-teiligen Edition an Urlaubshelden mit Marken wie Sol de Janeiro, Bondi Sands und mehr. Jo, genau. Also mehr stand da jetzt auch gar nicht als Motto bei. Man hat ja auch noch ein Kärtchen, mit dem man das Ganze halt so ne, sich abscannen kann, um die Produkte nochmal einzeln zu entdecken. Ist auf der Homepage aber immer so aufgeführt. Und was ich halt bei Lookfantastic so toll finde, weil wir einfach genau wissen, was wir bekommen in diesen LEs und dann überhaupt nicht die Katze im Sack kaufen und ja, nicht auf irgendwelche Videos halt warten müssen, ne, dass man halt den Inhalt weiß, sondern man sieht direkt beim Bestellen. Das finde ich immer sehr transparent. Okay, wir starten hier mit einem Produkt von Urban Decay und wir bekommen Urban Decay, glaube ich, auch mittlerweile fast nur noch bei Lookfantastic. Ich wüsste nicht, wo ich das jetzt noch kaufen könnte. Hier habe ich den All Nighter drin, Long Lasting Makeup Setting Spray. So ein gutes Produkt. 15 ml sind hier drin, das ist die kleine Travel Size und die habe ich auch. Also die Umverpackung und die fülle ich mir immer wieder nach. Ich finde, das ist so das Fixing Spray schlechthin. Also das tackert das Make-up richtig fest, dadurch hält es auch den ganzen Tag, ne? Ohne dass sich das komisch anfühlt. Also man hat das jetzt zum Beispiel auch bei dem L'Oreal, ne? Dieses 3-Sekunden-Vieh, was du drüber machst. Ja, das Make-up hält bombastisch, aber es ist auch wirklich wie Haarspray. Und hier hat man einfach bei dem Urban Decay All Nighter ein richtig gutes Gefühl, wenn man das aufträgt und halt tatsächlich auch, wenn man das Make-up trägt. Und ja, das ist die kleine Packung. Finde ich großartig, weil ich das jetzt halt mal nach Jahren endlich auswechseln kann. Ich hatte mal irgendwann auch diese kleine Geschichte, ich glaube in einem Adventskalender oder so drin gehabt. Ich habe mir das immer wieder nachgefüllt, weil das praktisch ist. Ne? Das konnte ich immer gut verwenden, gut gebrauchen. Finde ich großartig. Also ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Damit fängt es schon mal richtig klasse an. Dann geht es hier weiter. Natürlich haben wir hier auch Self-Tan drin. Hm. Ja, Isle of Paradise Vegan Friendly and Cruelty Free Medium Self-Tanning Oil Mist. Hello Golden Glow, 200 ml. Ich weiß, dass es sinnvoll ist, sich nicht in die Sonne zu packen, um braun zu werden, sondern dass es viel, viel besser ist, wenn man einfach einen Selbstbräuner verwendet. Mag ich für mich einfach nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach meine Blässe und die ist einfach da. Ja, manchmal vergreife ich mich beim Make-up im Ton, sodass das Ganze dann so aussieht. Aber im Großen und Ganzen ist halt mein Ton so, wie er ist. Und da stehe ich halt auch einfach zu. Weswegen ich zwar Selbstbräuner damals auch manchmal verwendet habe, aber irgendwann gesagt habe, komm, muss ich nicht mehr. Es ist schön, dass wir es hier drin haben, finde ich wirklich klasse und ich finde es auch sehr, sehr ansprechend. Auch dieses, hier oben hast du die Ölphase, das heißt, man muss es dann vorher schütteln, damit die beiden Phasen sich verbinden und dann kannst du es halt umdrehen und dann sprühen, über Kopf lagern dann entsprechend. Ne? Ich glaube, dass viele sich darüber freuen werden, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Self-Tan verwendet. Es passt auf jeden Fall in eine Sommerbox rein. Wir haben aber noch mehr zum Selbstbräunen und zwar von Gatineau Paris Golden Glow Gradual Tan. Das ist ein irgendwas Ding mit Kokosnussöl und Vitamin E, 75 ml, wahrscheinlich einfach für den Körper. Körper, dass man sich damit entsprechend eincremt und dann einen schönen Teint bekommt. Genau, allow to dry before putting on clothes. Das macht Sinn, ne? Am besten dann nicht direkt danach ein weißes Kleid anziehen. Und die Hände sollten natürlich gewaschen werden. Und vorher sollte man immer, wenn man Selbstbräuner verwendet, natürlich hier so die Ellenbogen und die Knie, also quasi die Stellen des Körpers, die ein bisschen trockener sind,
vorher ein bisschen mehr pflegen. Auch am Abend vorher würde ich persönlich empfehlen, so ein Körperpeeling oder sowas zu machen, damit so abgestorbene Hautschüppchen wegkommen. Dann hast du ein bisschen länger was von dem Self-Tan. Und ja, das Ganze halt wirklich auch ja, entspannt einarbeiten, ne? Und jetzt nicht irgendwie wischiwaschi, weil sonst hast du es nachher komplett im Bett oder so. Nein, also ist schon eine gute Sache, muss ich wirklich sagen. Aber wie gesagt, für mich ist Self-Tan jetzt nicht unbedingt was. Ja, genau. Machen wir mal weiter. Iconic, ein Sheer Blush. Ja, das hatten wir auch schon mal ein paar Mal mit drin in der Farbe Rose Riot. Das ist dieser hier. War das nicht Katrin von Katrins Welt und so, die den hier super gerne unter den Augen verwendet? Ich meine schon, ne? So abgefahren. Der ist nämlich wirklich sehr schier, also sehr, 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 sehr dezent. Da siehst du kaum was von. Und ich hatte meinen dann auch irgendwie irgendwann mal aussortiert. Ich habe den zwar angewendet, aber ich fand den halt so, so hell. Ihr Tipp, dass man das unter den Augen verwenden kann, den finde ich ganz schön. Also das mache ich mit einem Revolution Blush tatsächlich so. Aber ja, eigentlich brauche ich den jetzt nicht so, ne? Das heißt, der wird dann demnächst mal in der Verlosung zu finden sein. Dann habe ich hier was drin von Ultrasun. Das finde ich spannend, denn das ist für die Augen ein Lichtschutzfaktor 30. Lamellarer UV-Schutz für die Augenpartie. Sensible Haut, denn ich habe das wirklich häufig. 15 ml sind hier drin, dass wenn ich mir Lichtschutzfaktor auftrage, und ich teste ja auch verschiedene, ne? Das heißt, ich habe dann nicht nur die, wo ich weiß, die kriege ich mir nicht in die Augen, sondern ich teste dann halt auch von anderen Firmensachen. Und wenn der hier nicht in die Augen kriecht, dann ist das schon mal eine gute Geschichte, um das zu kombinieren. Auch wenn 30 jetzt nicht so viel ist, ist das schon mal ein guter Anfang, ne? Und ansonsten hat man das ja sonst so gemacht, dass man so die Augenpartie ausgespart hat oder so. Aber das finde ich schon cool, bin ich ehrlich. Denn Sonnenbrand auf den Augen tut schon weh. Ich hatte schon überall, überall in meinem Leben Sonnenbrand. Also fast überall, komm. Jetzt nicht ganz überall, aber fast überall. Und Augen tut sehr weh, Kopf tut aktuell immer noch sehr, sehr weh, aber ich meine, ich drehe jetzt dieses Video am Dienstag, nachdem ich am Samstag ja auf dem Festival war, wo ich mich echt verbrannt habe, ne, weil ich habe keinen Hut getragen und meinen Rücken habe ich vergessen nachzucremen, das war nicht so schlau, genau, und das war ein Reim und da freue ich mich jetzt tatsächlich über die Augenlichtschutzfaktor-Geschichte. Dann habe ich hier was Großes drin. Das finde ich richtig gut von Bondi Sands Daily Moisture Face F, also SPF 50 plus Very High Protection, richtig geil, 75 ml mit Vitamin E, Water Resistant, meine Güte, finde ich das klasse. Das wird ja auch so viel gehypt und empfohlen und so und ich habe noch nie von Bondi Sands den Lichtschutzfaktor selber so ausprobiert, das werde ich jetzt mal nachholen, um euch da auch mal meine Meinung zu geben zu können. Duftstofffrei ist das Ganze. Finde ich spannend. Habt ihr den schon mal ausprobiert? Oder schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht ihr am allermeisten empfehlen könnt. Ich bin ja sonst auch viel so ein Dalton-Girl, ne? Und hier bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf, wie der so sein wird. Das ist wirklich so ein Vibe. Den habe ich, ne? Da komme ich jetzt gerade gut rein. Hier habe ich noch ein Riesending drin. Und zwar von Aveeno. Gentle Body Scrub. Guck mal, das solltest du am besten verwenden, bevor du dich da auch entsprechend bräunst natürlich. Exfoliates for Radiant and More Even Skin Tone. Also das, damit deine Haut mehr strahlt und ebenmäßig ist. Und das ist mit nährendem Hafer, Niacinamiden und natürlich Derivate Beads. Derivierten irgendwas. 200 ml sind die auf jeden Fall drin. Und das ist ein Körperpeeling. Finde ich schön. Also Körperpeeling verwende ich ganzjährig, ne? Aber ich freue mich, wenn ich sowas in der Box drin habe. Riecht nach nichts jetzt hier so raus, okay. Bin ich sehr gespannt drauf. Vor allem bin ich hier, PHA ist hier drin. Siehste, das ist nämlich ein chemisches Peeling für den Körper. Da musst du ein bisschen aufpassen, steht hier hinten auch drauf, dass wenn du das angewendet hast, dass du dich nicht danach pick in der Sonne packst, weil das ist bei chemischen Peelings halt so, ne? Deswegen verwende ich jetzt auch gerade keine chemischen Peelings, PHA, AHA, BHA in meinem Gesicht, weil die Sonne halt einfach zu krass da ist und meine Haut dann zu sehr sonnenempfindlich wird. Aber abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Das finde ich cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das müsste man dann ja eine Weile drauf lassen müssen, oder? Care for Skin. Steht hier nicht drauf, wie lange? Nö. Einfach nur einmassieren. Do not use on irritated skin. Das macht auch durchaus Sinn und das war auch wieder ein Reim, ne? Vor allem an den ja, trockenen Partien natürlich aufhalten. Ne, hier steht nicht, dass du das irgendwie lange drauf lassen sollst. Das ist natürlich auch cool. Weil sonst hat man ja bei chemischen Peelings, dass du das schon ein paar Minuten drauf lassen müsstest. Und ich will ja nicht wie so ein Stern in der Dusche stehen, ne? Das ist cool. Das ist, wird ausprobiert.
So, hier geht's aber noch weiter hier. Also, wow. Youth to the people. Kale, also Kohl ist das, ne? Und Green Tea Spinach Vitamins. Also, was ist das denn? Superfood Cleanser. Das ist eine kleine Größe mit 15 Millilitern. Einfach, weil das wahrscheinlich eine gar nicht mal so günstige Marke ist, hätte ich jetzt getippt, ne? Von der Größe her. Und Kohl und Spinat sollen mein Gesicht reinigen. Das hört sich eher so an, als müsste ich mein Gesicht durch den Biomüll ziehen, Leute. Aber gut, das scheint so ein Öl zu sein. Also würde ich persönlich als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden, weil ich das nicht so gerne mag, wenn das Öl noch weiter auf dem Gesicht ist. Nur das wasche ich mir dann halt wirklich noch mit dem zweiten Schritt ordentlich ab. Und das ist auch eine gute Reisegröße, wobei Glas jetzt nicht perfekt zum Reisen ist, aber das ist halt nachhaltig. Finde ich interessant. Also, da werde ich euch dann auch mal demnächst im Aufgebraucht-Video was zu erzählen können, wie Kohl und Spinat mein Gesicht gereinigt haben. Abgefahren, oder? Was es mittlerweile so gibt, hätte man damals auch nicht drüber nachgedacht, als wir alle nur so eine Nivea-Creme zu Hause hatten, gefühlt. Jetzt kommen wir und ja, das ist so ein angekündigtes Produkt, da hängt jetzt ein bisschen was von dem Fusselpapier drin, von Sol de Janeiro, das habe ich nämlich noch gar nicht. Das ist das Rio oder Rio Radiance Solar Tuberose and Light de Coco. Ja, das ist mit Tuberose und Kokos ein Perfume. Das ist ja geil. 30 Milliliter haben wir hier drin. Bin ich sehr gespannt drauf. Komm, das sprühen wir jetzt mal. Ich bin aufgeregt. Bin ich wirklich, weil ich mag diese Sol de Janeiro Düfte. Und ich hatte jetzt eine ganze Weile auch das ganz klassische, ne? Ich weiß gar nicht, Cheriosa, irgendwas hatte ich bei mir auch im Badezimmer stehen. Und ich war kurz davor, das aufzubrauchen. Hab mir dann gedacht, nee, das willst du gar nicht aufbrauchen. Und habe das dann ausgetauscht, weil das war halt kurz vorm, ich möchte, oder, ne, dass das aufgebraucht ist. Und ich habe mir das abends halt drauf gemacht, so jetzt mal den Satz zu Ende erzählen, Claudi. Und halt nachdem ich geduscht habe, habe ich mich dann schön eingecremt und so. Und ich mache das in letzter Zeit halt super gerne oder eigentlich auch schon seit Ewigkeiten, also wirklich schon seit einer längeren Zeit, dass ich mich auch parfümiere und dann ins Bett gehe. Ist eigentlich total abgefahren, weil man ja ein... Also man sieht ja zu, dass man relativ milde Produkte zum Eincremen dann verwendet. Am besten parfümfrei. Und dann knall ich mir noch Parfüm drüber. Die Frau hat einen Lattenschuss. Aber das ist halt so. Wenn du Bock auf mehr Lattenschüsse hast, von mir, dann abonniere mir sehr gerne diesen Kanal. Ja, ich drehe meistens relativ spät abends. Jetzt haben wir es auch 21.48 Uhr. Da ist dann so ein bisschen irgendwas im Kopf durchgeknallt. Naja, egal. Wir gucken jetzt mal, wie das hier riecht. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant und sehr sommerlich an. Na komm, mache ich direkt so. Okay, ja, es hat Rose. Aber dieses Coco, das rieche ich jetzt nicht irgendwie doll. Aber das ist halt auch so ein Duft, den ich mir auftragen würde, bevor ich ins Bett gehe. Einfach, weil ich es angenehm finde. Das hat was von, ein bisschen was von Sonnencreme. Gepaart mit Haarspray. So würde ich das beschreiben. Es riecht aber angenehm. Aber dezent. Ja, ich schnüffel mich hier durch die Gegend, aber es riecht wirklich gut. Also das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Duft, den ich mir in groß kaufen würde, aber ich finde es schön, dass er hier mit drin ist, weil das ist so ein unauffälliger, ich trage ihn Duft und Leute denken, ich würde gerade frisch aus der Dusche kommen. So halt vielleicht, ne? Riecht angenehm. Doch, den mag ich. So, weiter geht die Bilderreise. Von Philipp Kingsley haben wir hier auch wieder ein Produkt drin. Das ist einfach... Was? Okay, kommen wir gleich zu. Das ist eine Marke, die wir öfters mal in der Look Fantastic Box finden. Und die hatten auch schon mal eine separate Philipp Kingsley Limited Edition. Ne? Das ist ein Swim Cap. Deswegen habe ich gelacht. Das soll das Haar quasi vor Chlor abschirmen und Salzwasser. Das ist eine wasserresistente Maske. 40 Milliliter sind hier drin. Ich kann mir das nicht, also klar, ne, gerade für gefärbte Blondinen zum Beispiel ist es eine abgefahrene Situation, wenn die jetzt ins Chlorwasser gehen, weil das auch grün werden kann. Ich bin naturblond, also ich habe, auch wenn es gesträhnt aussieht, ich habe keine Strähnen. Das ist so, ja, meine normale Haarfarbe und deswegen habe ich da jetzt nicht so die Probleme mit. Oder wenn man, wann war das denn noch? Damals, klar, Dauerwelle war halt Chlorwasser gar nicht gut. Salzwasser ist sowieso eigentlich auch sehr, sehr austrocknend für die Haare. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, aber das ist sehr, sehr witzig. Wie mache ich das denn? Einfach machst du machst es in die Haare. Leave on hair while swimming or sunbathing. Du lässt es wirklich drauf, während du schwimmst? Hä? Warte. Das, nee. Das muss ich mal ausprobieren. Finde ich sehr, sehr witzig, weil du lässt es einfach auf den Haaren, aber sind die Haare dann dadurch nicht strähnig und sieht das nicht komisch aus? Ich stelle mir das... Also wirklich eine Schwimmkappe in so einer Tube...
Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ja, also ich hätte jetzt eigentlich so vom, was hier so auch von den Inhaltsstoffen her drin steht, gedacht, dass es nicht unsichtbar auf den Haaren ist. Also als hätte man einen Fettfilm drauf. Das ist dann ja gefühlt. Ist aber auch nicht so geil. Weil wenn du dann zu lange im Wasser bist, hast du vielleicht dann. Ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Naja. Aber klar, von der Sinnhaftigkeit ist es natürlich ganz cool, wenn du deine Haare halt schützt. Aber für welchen Preis? Das ist immer die Frage, ne? Okay, so, einen habe ich hier noch drin. Und zwar ist das, ne, glaube ich, ja, das letzte Produkt. Und zwar, das ist schön. Das ist von NARS, der Laguna Bronzer. Mit 1,5 Gramm, yay, aber trotzdem, immerhin. Ich freue mich immer darüber, wenn wir Bronzer in Beautyboxen drin haben, weil das ist sehr, sehr selten. Kommt jetzt Gott sei Dank Richtung Sommer ein bisschen häufiger. Laguna 02 Original. Warum 02? Ich habe den Laguna Bronzer. Oh nein, bist du gebrochen? Hier hinten ist so ein bisschen was dran. Bitte sei heile. So winzig klein, halt perfekt zum Reisen auch, ne? Oh nein, alles gut. Das ist nur produktionsbedingter Staub wahrscheinlich gewesen. Da muss ich nochmal schauen, ob ich den nicht selber da habe. Den Laguna Bronzer mag ich nämlich. Das ist auch die matte Variante und nicht die Glowy Variante. Ich glaube, die Glowy Variante ist quasi die Neuauflage davon. Man kann sich hier nee, das ist eigentlich nur das. Nee, man kann sich nicht darin spiegeln, Claudia. Das ist Blödsinn. Ich habe hier so eine Folie drin. Darin konnte ich mich gerade ein bisschen spiegeln. Aber du siehst dich natürlich nicht wie im Spiegel. Das ist jetzt Tinnef. Aber nein, richtig süß, feiere ich total und finde ich knuffig. Also das finde ich wirklich knuffig, oder? Was meint ihr? Also vor allem, dass wir hier auch einen kleinen Bronzer drin haben, finde ich schön. NARS ist auch so eine Marke, die gar nicht mehr so irgendwie so auf dem Schirm ist, um das mal so zu sagen. Und als ich damals mit YouTube und mit Schminken und so angefangen habe, war NARS die Marke, eine der Marken, ne? Nun, so ändert sich das manchmal. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt einmal die Box gewesen. Wir haben 11 Produkte drin, glaube ich, ja, die einen Warenwert von 150 Euro haben sollen. Und das bekommst du für 50 Euro. Das heißt, du hast überall quasi den dreifachen Wert so bekommen für das, was du eingesetzt hast, ne? Finde ich abgefahren und richtig geil. Also das finde ich richtig cool und das mag ich halt einfach auch an diesen Limited Editions. Das machen die schon richtig, richtig cool. Und mir gefällt auch auf jeden Fall der Inhalt. Das schreit für mich nach Sommer. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, da ist ein Link drin. Und wie gesagt, mit Claudi Welt könnt ihr nochmal 5 Euro sparen. Ich schaue mir die Produkte an und ich freue mich einfach gerade. Ne? Ich finde am witzigsten diese Schwimmkappe. Ich habe das einfach nur das Bild so überflogen. Ich habe das gar nicht so intensiv angeguckt. Habe mir gedacht, okay, ein paar Sonnenschutzprodukte, ein paar Schminkprodukte. Aber dass da so coole Produkte drin sind, hätte ich nicht gedacht. Und dieses Parfum riecht wirklich ein bisschen so wie Haarspray. Aber gut. Ihr Lieben, das ist es nur hier von mir gewesen. Ne? Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.